Falle? Eine Falltür, für die ich Schlüssel brauche. Wo mag dieser Schlüssel sein? Vielleicht hier drin? Ich habe sie ja bei niemandem gefunden. Zack. Hier ist auch nichts. Vielleicht hier? Die Annuade nacherzählt? Nee. Das ist definitiv auch kein Schlüssel. Nochmal die Annuade nacherzählt. Ja, auf dem Klo haben sie den Schlüssel nicht gelassen. Wäre auch nicht besonders schlau. Ich meine, ist nicht das schlimmste Versteck, aber auch nicht das beste. Oh, hier ist ein Zwergenpfeil. Komisch, vielleicht kann man den Schlüssel so nicht finden. Ich meine, ich komme hier eh nicht weitergelaufen, also wer weiß, wie das eigentlich gedacht ist. Naja, was soll's. Gehen wir einfach weiter. Vielleicht finde ich es irgendwann raus. Aber jetzt sollten wir erstmal zur Halle der Wachsamkeit. Es ist einfach da in die Richtung weiter. Ich denke mal, den normalen Weg hier weitergehen sollte funktionieren. Hier ist nichts weiter. So. Ist Lydia irgendwo zu sehen? Ja, da kommt sie schon angerannt. Dann hat sie sich hoffentlich gleich hierher teleportiert irgendwie. Hä? Hat sie sich gerade wegteleportiert? Da ist sie doch. Lydia, warum kann man nicht eigentlich nach seinen Begleitern pfeifen? Warum kann man nur seine Pferde rufen? So, ich wollte mal ganz kurz eine meiner Waffen. Welche war das? Genau. Aufladen. Oh, okay. Ich habe nichts zum Aufladen. Ich müsste erst meine ganzen Sachen aufladen. So, und ich will ja hier lang. Irgendwann kommt Lydia schon wieder. Früher oder gar nicht. Achso, ich bin eine Stufe aufgestiegen. Sehr gut. Nehmen wir mal noch einmal Gesundheit, damit ich nicht so leicht sterbe. Und irgendwo... Hab ich Schießkunst letztes Mal verbessert schon? Ja, habe ich. Okay. Ups. Immer wieder der gleiche Fehler. Dann einhändig war auch noch irgendwo was. 70 Punkte kostet. Mächtiger... Genau, das da. 50% Zusatzschaden. Denn 50% ist schon extrem. Ist schon sehr gut. So. Der Ort hier klang auf jeden Fall sehr interessant. Das ist ein freundlicher Ort, aber eigentlich müsste er das sein. Wenn nicht, wäre ich sehr enttäuscht. Oh. Okay, vielleicht ist es doch kein freundlicher Ort, weil... Ein Todeshund? Cooles Halsband, aber... Hundefleisch. Ja, okay, vielleicht war es mal ein guter Ort. Aber das ist ein Wächter von Ständer... Achso, keine Fackel mitnehmen. Uiuiui. Hier kann eigentlich nichts Gutes drin sein mehr. Jetzt tut's auch noch. Oh cool, und die Tür ist anscheinend auch geglitscht. Ich komme hier nicht rein. Es sei denn, es sollte eigentlich eine Ruine sein, weil hier auch über Holz rumliegt.
Jemand hat einfach ein Das Mod hat irgendwie ein Haus drüber geploppt. Man soll hier eigentlich reingehen. Okay. Aua. Was soll das? Hab ich gerade echt einmal geschlagen, um dann einfach abzuhauen? So. Das macht jetzt auch echt viel Schaden. Okay, ja, dann untersuchen wir ihn mal. Boethias Prüfung, das sieht ja cool aus, das Buch. Erstmal ein Dietrich, St. Gold, Zwergenpfeil. Elfenschild ist auch nett. Und jetzt? Jetzt frage ich mich immer noch, wieso ich hier nicht reinkomme. Ja, ich denke mal, dass es irgendwie anders gedacht war. Dieses Gebäude. Ich hoffe einfach mal, dass es jetzt nicht so schlimm ist. So, und jetzt gucken wir mal. Er hat ein Buch. Boethias Prüfung. Ah, Boethias Ruf. Okay. Finde den Schrein von Boethia. Boethias Prüfung. Der folgende Bericht ist wahr. Möge er denen, die Ohren zum Hören und Herzen zum Wissen haben, als Warnung dienen. An einem gewissen Tage, zu einer gewissen Stunde, versammelten sich die Gläubigen, um gewisse Rituale durchzuführen, in der Hoffnung, einen Blick auf ihre Herren erheischen zu können. Der Tag war richtig, die Beschwörung wahrhaftig, der Schleier wurde zerrissen. Und sie erschienen höchstpersönlich vor ihnen, furchtbar und herrlich. Sie waren ebenerz gekleidet, schwärzer als die mondlose Nacht, und führte eine Klinge, die heißer brannte als die Oberfläche der Sonne. Und obwohl sie in der Form einer Kriegerkönigin der Dunmeer erschien, erhob sie sich von ihnen wie eine Statue, die aus dem roten Berg selbst gehauen wurde. »Warum stört ihr mich?« Überrascht beteten die Ersten unter ihnen, »O Boethia, Fürstin der Heimtücke, Täuscherin der Nationen, Königin der Schatten, Königin der Zerstörung, Göttin der Zerstörung, wir sind gekommen, um euch zu huldigen.« Sie blickte auf ihre Anhänger, die sich versammelt hatten, um Zeugnis abzulegen. Missbilligend fragte sie den Ersten, »Sprecht, ihr mich zu kennen behauptet, wie soll ich euch kennen?« Eingeschüchtert sprach er, »Ich bete euch jede Nacht an, und jede Nacht rufe ich euren wundervollen Namen. Sicher müsst ihr den Klang meiner Stimme erkennen. Die Stimme eures unterwürfigsten Dieners?« Sie legte die Stirn in Falten und seufzte, und da war er plötzlich verschwunden. Die Luft ihrer Lungen hatte ihn aufgelöst. Sie wandte sich an den Zweiten und fragte, »Und ihr, welchen Wert soll ich eurer Existenz beimessen?« Von ihrer machtvollen Stimme betäubt, verbeugte er sich vor ihrem immer finster werdenden Antlitz. Sie klatschte in die Hände, und auch er war verschwunden. Zum Dritten, »Und ihr, sagt mir, wie soll ich euch von jenen, die nicht mehr sind, unterscheiden?« Erschüttert und in Angesicht der Auslöschung seiner Brüder sprachlos, flüsterte er, »Habt Gnade mit uns!« Sie blinzelte zweimal. Einmal, und er krümmte sich vor Schmerzen. Zweimal, und er war verschwunden. Sie warf einen vernichteten Blick auf die Verbliebenen und sprach, »Ich gewähre keine Gnade.« Und so ging es weiter. Sie stellte sie alle zur Rede, doch sie hatten nichts zu sagen. Schließlich kam sie zu mir, die Augen voller Wut, die Zunge geifernd vor Hass, und sprach, »Von meinen Anbetern verbleiben nur noch zwei. Sagt mir, Vorletzter, womit wollt ihr eure Existenz beweisen?« Ohne zu zögern, zog ich meine Klinge, stieß sie dem, der neben mir stand, in die Brust und antwortete ohne Furcht, »Fragt ihn, dessen Blut jetzt meine Klinge benetzt, ob ich existiere.« Sie lächelte, und die Tore des Reiches des Vergessens öffneten sich zwischen ihren Zähnen. Dann sprach sie, »Ihr, der ihr nun der letzte meiner Anhänger seid, sagt mir, warum seid ihr noch und die anderen nicht mehr?« Erneut zog ich meine Klinge, bot sie ihr an und sagte, »Ich lebe, weil dieser hier tot ist. Ich existiere, weil ich es so will. Und ich werde so lange verweilen, wie es Zeichen meines Handwerks gibt. So wie das Blut, das von dieser Klinge tropft.« Sie nahm mein Geschenk an, nickte und sagte, »In der Tat.«
Wenn euch das Blut in den Venen kocht und euch der Geist entflammt, während ihr das hier lest, dann werdet ihr von Boethia gerufen. In diesem Falle solltet ihr dem Ruf folgen. Findet sie auf den Berg, der Windhelm überragt. Trefft uns dort und lasst euch prüfen. Oh yeah. Das ist cool. Um ganz ehrlich zu sein, ich meine, ich spiele den Charakter ja eigentlich eher nett, aber das war jetzt hier eine sehr, sehr coole Geschichte. Vielleicht muss ich Lydia töten. Sorry, Lydia. Du wirst wahrscheinlich eher mich töten. Aber ja, das war cool. Das war vor allem über die ganze Welt einmal verteilt. So, und jetzt gehen wir, wenn ich richtig draufklicken kann, weiter nach Dämmerstern? Stein? Moment. Na komm. Ah. Dämmerstern. Okay. Der Stern der Dämmerung. Einfach geradeaus anscheinend. Das macht es denkbar einfach, auch wenn es hier echt ein bisschen dunkel wird. Aber irgendwie durch den Schnee ist es wesentlich heller als sonst. Also, ist ja auch irgendwie logisch, dass weiß heller ist. Als das Dunkelgrün von den ganzen Pflanzen hier. Oder braun. Auf jeden Fall gehe ich da nicht links lang. Sonst werde ich gleich wieder von der Keule getroffen und bin tot. Jetzt bin ich auf dem rechten Weg. Ja. Cool. Drüben ist, glaube ich, auch nichts Besonderes. Dann einfach weiter. Ich meine, wir wissen ja, die sind ja gar nicht so schlimm, die Typen. Was? Ich möchte mich trotzdem nicht in ihre Nähe immer wagen. Irgendwann könnte es ja sein, dass sie einfach Lust haben, mal ein bisschen, keine Ahnung, Menschenmus zu essen und dann muss ich halt dran glauben. Das will ich nicht. Was ist hier links? Wie weit ist... Ah, wer weiß, wie weit es weg ist. Das machen wir, nachdem wir zu Dämmerstern gegangen sind und uns da mal ein bisschen umgeguckt haben. Okay. Sie kann sich selbst verteidigen. Oh, da ist der Eiswolf. Das ist der einzige, der ein bisschen stärker ist. Aber auch den. Mit dem sollten wir keine Probleme mehr haben. Ach, Lydia. Du bist echt sehr gut. Nur, komm mal bitte mit. Nicht so lange rumstehen. Ein bisschen Licht hilft nämlich immer. Sie hält auch leider immer ein bisschen viel Abstand. Das ist nicht so schön. Ich sehe die Stadt immer noch nicht in der Ferne. Gut, ich kann auch nicht wirklich sehr weit gucken, aber... Wir müssten bald da sein. Da rechts... Sehe ich es, glaube ich, schon, wenn es nicht nur Bäume sind. Haben wir da eine Wache vorne? Ja, ich glaube, wir sind langsam da. Jep. Wir sind tatsächlich schon da. Hallöchen. Es heißt, dass Vampire die Halle der Wachsamkeit angegriffen und sie niedergebrannt hätten. Ich habe noch nie zuvor gehört, dass Vampire so etwas getan haben. Irgendwann müssen wir uns das auf jeden Fall mal angucken. Aber jetzt noch nicht. Okay. Hallöchen, Karl. Ich kann nicht gut schlafen. Egal wie viel Alkohol ich in mich reinschütte. Vielleicht, wie wär's mit Wasser? Ich bin niemand Besonderes. Nur ein Bergmann, der eine Spitzhacke schwingt, um Geld für seinen Mehl zu verdienen. Ja, ist doch okay. Und hier haben wir auch schon das, wo ich eigentlich hin wollte. In ein Gasthaus. Ihr Bestien seid die Schlimmsten. Welche Bestien? Schätzchen, so schlimm sind wir doch. Oh Gott. Lasst. Stegsalzplanke. Lasst mich einfach in Ruhe. Ich habe euch Met gebracht. Jetzt trinkt ihn und haltet eure dreckigen Mäuler. Alles okay, Carita? Ich beneide euch, Reisende. Wer nicht von hier ist, dem können die Träume nichts anhaben. Die Träume? Also gut. Da wird nicht wegrennen. Ich will eigentlich ein bisschen näher an dir dran stehen. So. Nämlich. Es okay. Tut mir leid, wenn mein Vater etwas abwesend scheint. Es ist viel geschehen. Okay. Arbeitet ihr den ganzen Tag hier? Ja. Seit vor ein paar Wintern meine Mutter gestorben ist. Ich spiele Lieder und helfe mit den Getränken, wenn ich Zeit habe. Wo habt ihr denn das Spielen gelernt? Das hat mich meine Mutter gelehrt.
Sie war ein Barde von der Akademie in Einsamkeit. Ah, so wie alle Barden. Ich habe gehört, dass die meisten Bewerber angenommen werden, falls ihr Interesse habt. Mhm. Okay. Ich gehe dann mal wieder. Okay. Das sind nur Träume.